Hallo und herzlich willkommen zu Cyberpunk 2077. So, und irgendwie... steht mein Porsche im Stau. Ja, röhrt. Also, das interessiert die Cops nicht. Siehst du das hier? Was ist denn hier passiert? Die war wohl am Renovieren und Henry hat den Laster genommen. Der Depp konnte immer gut improvisieren. Vielleicht sind sie zu Hause. Klingel mal. Okay. Also nicht. Müssen wohl einen anderen Weg finden. Dann tippe ich mal auf... Oh. Haben die alle die Karre? Aaron died. Schon wieder. Carrie ist scheinbar schon hier. Okay. Was? Hast du den Arsch offen? Junge, Junge. Danny? Kommt mir scheiß bekannt vor. Was machst du hier? Gibt ein Problem. Ist das dein Pfleger? Für den Fall, dass du vergisst, warum du überhaupt hergetorkelt bist? Carrie hat mich geschickt. Wegen dem Konzert. Welches Konzert? Warum redet er nicht selbst mit mir? Das ist eine komische Situation für Carrie. Ihr beide seid ihm sehr wichtig. Scheiße! Ist der verweichlicht. Der Ficker hat mir eine brennende Tüte mit Scheiße vors Haus gelegt, okay? Wir bringen Samurai zurück. Nur für eine Nacht. Dafür will er die Crew wieder zusammentrommeln? Klingt cool. Wird aber nicht passieren. Ich spiele nicht mit diesem Arschloch. Danny. Nein, niemals. Er oder ich. Entscheidet euch. Wenn Danny auf stur schaltet, war's das. Wie läuft's? Scheiße. Danny will mich nicht beim Gig dabei haben. Dabei hatten wir uns schon längst geeinigt. Was denn? Carrie bezahlt dich? Darum geht's also. Scheiße, echt fantastisch. Dann nehmt den Arsch mit und verpisst euch von meinem Grundstück. Ich will das nicht entscheiden. Hass? Was sollte der Scheiß mit ihrem Pool?
Du wusstest, Carrie will, dass Danny mit uns auftritt. Wollte nur einen Schlussstrich ziehen. Schöne Scheiße. Kann mir jemand sagen, was passiert ist? Bist du blind? Die Sau hat meinen Pool mit Zement gefüllt. Vielleicht aus gutem Grund. Ernsthaft, ein Grund! Auf einen müssen wir wohl verzichten. Kein Problem, das geht schon. Das geht schon. Bringt sicher jemand für den Gig ein. Ist aber nicht dasselbe. Es wird nie wie früher sein, Carrie. Ja, Danny. Mir geht langsam echt die Schon gut. Dann lass uns mit Danny spielen. Fuck, Carrie! Ernsthaft? Sie macht doch so einen Scheiß auf, statt nicht ich! Hör zu, ich geb dir... Weißt du was, Carrie? Fick dich! Kein Glück, dass Silverhand das nicht mit ansehen muss. Fertig? Dann hau ab. Und? Was ist jetzt mit Nancy? Ist auch dabei. Sie plant alles und sagt uns Bescheid. Wir sehen uns bei der Show. Fuck! Jetzt muss ich jemanden finden, der das richtet. Okay, mehr können wir jetzt nicht tun. Vergoldete Rittbüsche. Wir müssen nur auf Nancys Anruf warten. Was ist mit den Leuten nicht in Ordnung hier? Ja, ich wusste nicht, für wen ich mich da... Verlasse Dennis Villa und warte, bis Nancy dich nach einem Tag anruft. Ja, hör mal, er fährt hier mit dem Zementlaster rein und schüttet hier Zement in den Pool. Ist alles okay? Nein. Der Anblick von diesem Penner hat mich daran erinnert, dass nichts okay ist. Aber keine Angst. Bis zum Gig bin ich drüber weg. Was Henry ihr wohl angetan hat. Also, ist er doch schuld? Danny ist normalerweise nicht so eine wilde Furie. Sie wusste genau, wie wichtig Henry das Konzert ist. Der Pool war ja ziemlich sicher scheißegal. Tja. Wenn ihm das so wichtig war, dann hätte er nicht da Dinger im Pool kippen dürfen, oder? Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. So wichtig kann es ihm dann nicht gewesen sein, ne, wenn er so einen Scheiß da abzieht. Junge, was ist dein Problem? Tut mir leid, wie es ausgegangen ist. Heulst du jetzt? So, wir müssen wieder warten. Gut, dann... Ja. Was habe ich schon wieder hier für Effekte? Wir haben einen Notfall in Westbrook. Überhaupt nicht. Ich habe nur euren Job gemacht und dann werde ich wieder von euch verfolgt. Was ist denn los? Na gut, wir kommen.
gut. Das Fahrzeug des Verdächtigen wurde gefunden. Details übermittelt. An alle Einheiten. Der Verdächtige ist noch in der Nähe. Ich kapiere das nicht. Weißt du, ich mach die Aufträge für die und dann kommen die immer und eröffnen das Feuer auf mich. Das ist doch irgendwie. Toll. NCPD. Ja, ja. NCPD. Ist klar. Da oben kommt doch schon wieder einer. Kann ich nicht machen. Die hängen aber echt hart an mir jetzt gerade. Und was sind das immer für Effekte, die ich hier kriege? Gott sei Dank. Ordnung ist wiederhergestellt. Alle Einheiten gehen zurück auf Patrouille. Gott sei Dank. So. Da ich sonst nichts mehr habe, muss ich jetzt hier die Dinger machen, ne? Ich glaube, da kürze ich einfach mal ab. Geht das ohne drauf zu gehen? Junge! Er hat Kampfimplantate! Hat er wohl. Bist du denn? Er hat kein Recht zu leben. Er spricht mir das Recht zu leben ab.
369 Gesundheit. Ich weiß, dass ich bei über 400 war. Das ist doch irgendwie, ne? Ein Baseballschläger. Einen fetten Baseballschläger. So, C1, E9, BD. Scheiße. C1, E9, BD. Auch scheiße. C1, E9, BD. BD, C1, da. C9, BD, C1, da. Lebst du noch? Ja, fast ein Malheur passiert, ja. Gut, haben wir das. Ihr seid der alte Kaldos, ne? Das tut mir leid. Keiner von euch ist Penner und Job ist Job. Okay, ich lasse dich leben. Tut mir jetzt leid, ne, aber da finde ich auch irgendwie bescheuert, weißt du, wenn ich mit einer Fraktion gut klarkomme, dann sollten sie das rausnehmen.
Also, dass ich gegen diese Fraktion dann antrete, ne? Sollten sie rausnehmen. So, haben wir das. Haben wir wohl. Gut. Straßen sperren. Kleiner Arsch ist schnell geleckt. Ich hatte es aber komplett zerrissen, ne? Kili-dokili. Meins! Mission abgeschlossen. Oh. Ich glaube, ich bin Anne. Verdammt, halt Abstand! Ja, du stehst hier mitten auf dem. Nee, ne? Wirklich. Jetzt bist du dran. Vielen Dank fürs Mitmachen. So kriege ich immer hier EP für Techie. Cyberware. Kann alles abgegradet werden. Ja, schön. Toll. Was ist denn da mit der Hose? Warum ist denn da ein Ausrufezeichen dran? Keine Ahnung. Itemherstellung. Upgrades. Nicht genügend Komponenten, aber potenziell kann die geupgradet werden. Was braucht man denn dafür? Ich habe keine Ahnung. Spielt auch keine Rolle. Ja, da hat man ordentlich noch zu tun, ne? Finde ich aber potenziell nicht verkehrt.
Das sind... Weg, Junge. Wer war das? Ja, das ist so eine Sache, ne? Also ich kann jetzt schlecht zig Folgen machen, wo ich quasi nur diese NCPD-Aufträge mache, um da die Trophäen einzusacken, ne? Aber Neutralisierung, Bedrohung und sichere Beweismaterial, was haben wir denn hier? Lock. Ja, ja, schön. Und Nachrichten? Antenne. Okay. McCarlson hat uns die Entschlüsselungssequenz geschickt. Bau die Antennen auf, leise. Lass sie direkt an mich senden. Standardfrequenz. Und melde dich bei mir, wenn was schief geht. Okay. Ne, ich meine so, ganz okay. Ne? Wir müssen jetzt eh warten, bis hier die Quest weitergeht. Da kann man das gut machen. Allerdings weiß ich nicht, ne, was ihr dazu sagt, wenn jetzt... Da gehen, glaube ich, ein paar Folgen drauf. Hey, Leute. Was denn? Ist sich hier oben versteckt? Was ist das denn? So, dann gehen die Quest noch weiter. Okay. So, was haben wir dann? Da, ne? Ja, okay. Ich glaube, ich überreize das mit dem Fallschaden. Scheiße. Ja, ich überreize das, glaube ich. Krieg ich nie auf. Und da ist was Rotes drin. Ja gut. Allerdings wäre das eben gut, weil... Inventar ist das, oder? Ist das Werte hier? Ist das Werte? Ne. Oder? Doch. Ah ne, das ist Street Cred. Wo sind denn hier diese komischen Fertigkeitsfortschritte? Da. So. Shinobi. Den hätte ich gerne, glaube ich, auf 60, weil dann kriege ich nochmal hier die Trophäe 10 von 10. Wenn Sanne Wistern aktiv ist, plus 40%. Ach so. Okay, das ist hier für Sanne Wistern. Okay. Aber was gibt's denn da? Erhalte XP durch Neutralisieren von Gegnern mit Sturmgewehren, MP und Klingenwaffen. Ausführen bestimmter Bewegungen. Stürmen, Ausweichen, Sprinten, Klettern. Okay. Ich habe auf jeden Fall Sturmgewehr in der Hand. Und deswegen wundere ich mich, dass ich da gerade zweimal EP für Techi bekommen habe.
Naja, auf jeden Fall würde sich das doch dann wohl anbieten. Kennst du mein Lieblingsbier? Kopfschlagen! Wer möchte Kopfschlagen? Oh, die ist blöd geflogen. Du möchtest rumflitzen. Shinobi 50. Weil wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Kann ich ja einmal hier Fertigkeitspunkte verteilen, ne? Dann kann ich nochmal hier Technikpunkte verteilen. Und dann, je nachdem, wie oft ich halt die Sachen nutze, ja, steige ich da auch nochmal in der Ausführung, ne? Das ist dann schon nicht verkehrt, würde ich sagen. So, was haben wir? Sichere die Gegendeinsatz von Gewalt ist erlaubt. Das sind meine Lieblingsworte. Willkommen bei den N54 News aus aller Welt. Ich bin Gelehrter. Ascara-Kappe mit Kamera. Okay. 7A, C1, FF. Scheiße, 7A. 7A, C1, FF. 55, passt. Verleiht XP für Fertigkeit Shinobi. Verbesserungssplitter. Was ist denn Verbesserungssplitter? Naja, jedenfalls. Also, wir spielen auf schwer. Für mich fühlt sich das gut an. Weshalb ich auch recht zufrieden bin mit mir. Weil, wie gesagt, ne? Auf der einen Seite, ne? Habt ihr hier eine Menge, ne? Builds, die ihr bauen könnt. Ich meine, ich habe zwar noch 6 verfügbare Attributspunkte, die ich hier irgendwo verteilen könnte, aber ja, ich habe halt die Idee, dass eventuell im DLC hier noch was kommt. Hier vielleicht oder hier in der Mitte. Ich habe keine echte Ahnung. Und deswegen möchte ich die nicht verbraten, weil so ist das jetzt eigentlich alles hier in Ordnung. Ne? So. Seht ihr, und ich habe noch nicht mal alles. Ne? Ich habe jetzt hier blitzschnell, habe ich noch ein paar Dinger genommen. Erhöhte Rutschdistanz brauche ich nicht, weil ich nicht rutsche. Nachladen von Waffen beim Sprinten und Rutschen ist okay. So lange leben die nicht. Mit Klingenwaffen bin ich eh nicht so. Ne? Und hier stürmen, ja. Stürmen. Drücke zum Stürmenkreis, ja. Ist in Ordnung so. Sturmgewehre, Panzerungsdurchbrechung. Ja klar, nehmen wir doch. Na? Deswegen, und die kann man ja immer wieder zurücksetzen. Das ist ja das Gute. Na? Deswegen, hier habt ihr eine Menge Builds, die ihr bauen könnt. Eine Menge Builds. Na? Deswegen, ich habe hier Intelligenz, habe ich auch.
Weil ich das am Anfang so cool fand. Aber mittlerweile, ich bin da auf Shinobi. Ne? Weil, wie gesagt, wir spielen auf schwer. Und ich brat die einfach so über den Haufen. Ne? Von daher ist alles gut. Was haben wir denn hier noch? Ach so. Er hat einen 9000er. 9000er Geldsplitter. Liegt hier einfach so rum. So, und hiermit. Also ich kann mir vorstellen, dass hier die Intelligenzdinger, ne? Und hier das ganze Ding, das bestimmt richtig geil ist. Aber dann kannst du auch auf sehr schwer stellen. Ne? Dann kannst du ja auch Zeit nehmen dafür. Nur das ist mir. Im aktuellen Durchlauf dauert das mir zu lange. Ne? Von daher möchte ich da gerne links. So, und dann gibt es hier halt noch, je nachdem wie ihr spielt. Ne? So, was haben wir jetzt gekriegt? Luftansturm und Rutschen laden automatisch. 20% des Magazins dann. Oh, so. Als nächstes würden wir dann bekommen, wenn du aus der Luft oder bei verlangsamter Zeit angreifst, hat niedrige Ausdauer keinen Einfluss auf die Treffsicherheit von Fernkampfangriffen und das Angriffstempo von Nahkampfangriffen. Oh. Und wenn seine Vista aktiv ist, plus 40% kritische Trefferchance. Ne? Das heißt, je weit man hier auch noch steigt, ne, desto stärker wird dann nochmal das Bild. Ist schon ganz cool. Haben sie schon wirklich, wirklich cool gemacht. Ne, also wenn man da Bock drauf hat, ne, und sich mal hier so richtig den Kopf zermatern möchte, wie man für sich so ein optimales Bild erstellt, kann man hier auf jeden Fall machen. Das finde ich potenziell ist das eine gute Sache und erhöht enorm den Widerspielwert. Ne? Deswegen, meiner fühlt sich jetzt hier gerade recht mächtig an. Allerdings glaube ich, dass ich ja gerade mal an der Oberfläche kratze. Ne? Wird geil? Komm her. Voll geil, ne? Tja. Die Sache ist erledigt, bevor sie auf den Boden gefallen ist. Habt ihr kein Loot? Okay. Gebe mal her. C1 A7. Nehmen wir. Alles klar. Okay, dann können wir auch den nehmen. Lululululu. Was haben wir denn hier lecker?
Schon erledigt hier oder was? Okay. Schön. Nehmen wir mit, ne? Nehmen wir mit. Ach so, und wisst ihr, welche Trophäe mir auch noch fehlt? Ich war anscheinend noch nicht hier an allen Punkten. Dafür fehlt mir die Kraft. Da, Techi wieder. Warum Techi? Daten verschlüsselt. Für Zugang Schlüssel eingeben. Hochgeheime Daten dürfen nur im Konzernhauptquartier nach Erhalt eines Einwegzugangscodes gelesen werden. Wenn dieses Dokument verloren geht, ist der Finder dazu verpflichtet, es sofort zu zerstören, ansonsten droht ihm eine Geld- und oder die Todesstrafe. Okay. Okay. Kommt da noch was? Transfer 8 Mülle. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Schaffen wir den noch? Weiß ich nicht. Nimm ich nicht den, nimm ich den, weil... Ja, gut. Dann nimm ich den. Ja komm, schieb ab. Fette Kühltürme hier.
Neutralisiere die Bedrohung. Was sind das hier mal für Effekte, die... War ich ein, zweimal zu viel, Johnny, oder was? Und jetzt kriege ich die Quittung. Was haben wir denn hier? Du bist über 50, über 60, vielleicht sogar schon über 70. Oder du willst trotzdem so gut aussehen wie mit 20? Sorgfältig lesen. Ein gewisser Konzerner betrat eines Nachts das Net, als es plötzlich eine Störung gab und ihm ein roter Dämon erschien. Und der sagte, morgen um Mitternacht wirst du tot sein. Der Konzerner nahm die Bedrohung nicht ernst und schlief friedlich. Nachdem er das Net verlassen hatte, am nächsten Tag ging er zur Arbeit und kam nach Hause und nichts Schlimmes war ihm widerfahren. Doch als seine Tochter ihm am nächsten Morgen aufwecken wollte, waren seine optischen Implantate herausgebrannt worden. Sein ganzer Körper war versenkt und in zwei Teile zerschnitten. Wenn du diese E-Mail-Kette unterbrichst, wird dir morgen um Mitternacht dasselbe widerfahren. Wenn du diese Mail nur an drei Leute verschickst, wird der Dämon einer geliebten Person wehtun. Schickst du sie an 15, verfolgt dich der Dämon 5 Tage lang im Netz. Wird dir aber nichts tun. Nur wenn du sie an all deine Kontakte schickst, wird dein größter Traum wahr werden. Bei meinem Onkel hat es funktioniert. Es tut mir leid, dass ich dir das schicken muss, aber jemand hat es auch mir geschickt. Es mag komisch klingen, aber diese E-Mail weiterzuleiten wird dein Leben retten. Ja, nee. Wahrscheinlich nicht. Was haben wir denn da? Hört zu, keine Ahnung, wer von euch Vollhonks die Autos versenkt hat, aber ich weiß eins, wenn die Ware morgen früh nicht hier ist, vollständig und staubtrocken, dann scheißt ihr Deppen übermorgen alle Blei. Ja, möglich. Mission abgeschlossen. Gut. Und an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir machen jetzt in der nächsten Folge so weiter hier diese NPC-Aufträge, bis halt ja hier diese Nebenquest weitergeht. Ne? Denn Nocturne OP55N1 weiß ich, ist die letzte Quest. Und die werde ich zunächst erstmal nicht machen. Denn ja, wenn wir hier die Nebenquest abgeschlossen haben und nur noch Nocturne über ist, gehen wir erstmal ins DLC, weil, erkläre ich euch in der nächsten Folge. Wir sind schon voll drüber. Ich bedanke mich und ich wünsche euch was. Bye, bye.